alle Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ich habe langsam keinen Bock mehr aufzunehmen gerade, weil ich, glaube ich, schon den vierten Run jetzt starte und ich will halt nicht die ganze Zeit einen Run verkacken und den dann hochladen. Vor allem nicht, wenn es halt mitten in der Ebene ist. Wenn es am Ende beim Mams Herz zum Beispiel ist, dann alles klar, ist okay. Aber nicht nach 5 Minuten, 7 Minuten oder so, und dann starte ich halt keinen neuen Run in der Aufnahme, sondern beende die Aufnahme und mache eine neue Aufnahme. Das muss ich euch nicht die ganze Zeit antun, dass ich die ganze Zeit krepiere. Und das ist, ey, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe einfach kein Glück. Vor allem kein Item-Glück. Ich krieg so scheiß Items, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe schon wieder einen Run mit Isaac gestartet, das wollte ich gar nicht. Scheiße, ich wollte eigentlich Napoleon spielen. Shit, egal. Spielen wir halt Isaac. Aber wir haben Lazarus wieder freigeschalten. Ich musste mit Isaac nochmal Mams Herz besiegen offscreen. Mam besiegen. Weil mein Speicherstand nicht mehr gespeichert wurde. Also mein Speicherstand war einfach weg. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Er war einfach weg. Und ja, da hatten wir keinen Lazarus mehr freigeschalten. Den hatten wir ja freigeschalten eigentlich. Aber halt nicht mehr. Weil Speicherstand weg. Und das hier ist einer der Harbinger, die wir übrigens freigeschalten haben, als wir Mam besiegt haben. Das sind Reiter und die geben hundertprozentig ein Cube of Meat. Oder ein, Bandage Ball. Ball of Bandages. Ein Cube of Meat, es gibt 4 Teile vom Cube of Meat. Und wenn wir alle 4 Teile, oder es kann 4-mal der Cube of Meat auftauchen. Das ist, glaube ich, das einzige Item, was öfter auftauchen kann, abgesehen vom Breakfast. Ja, und wenn wir 4-mal ein Cube of Meat geholt haben, dann kriegen wir Super Meat Boy. Dann basteln wir Super Meat Boy zusammen. Juicy Sticky, Sticky Babies, ja gut. Okay. Ist jetzt nicht so gut, aber wir haben eine Cube of Meat, das ist schon mal sehr gut. Im Nahkampf macht er nämlich auch noch Schaden, wenn wir an die Gegner rangehen. Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht 1000-mal getroffen werde. Aber sonst ist der Cube of Meat auf jeden Fall damage-mäßig ziemlich gut. Schönes Damage-Item. Also im Nahkampf halt. Tränen werden dadurch nicht verbessert, aber im Nahkampf ist es auf jeden Fall sehr geil. Schöner Schlüssel, sehr gut. Dann können wir jedenfalls schon mal in den Itemraum rein. Kannst du euch mal zeigen, hier, in den Nahkampf. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir selber nicht getroffen werden. Okay. So viel zum Thema, wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht getroffen werden. Wow. Geh weg. Er hat mich predicted schon wieder. Das hatte ich eben schon in dem einen Run schon einmal. Da hat er den Schuss einfach, oder meine Laufbahn einfach predicted. Einfach perfekt in meine Laufbahn geschossen, ey. Übel nervig. The Haunt, auch nicht schon wieder. An dem Gegner bin ich den einen Run kläglich gescheitert. Einfach weil wir auch kein Damage hatten. So wie jetzt gerade. Haben wir auch eigentlich kein Damage. Wir haben das Glück, dass wir Cube of Meat haben. Der ein bisschen Damage drückt. Komm. Nice. Okay, und die Fässer. Die halt schön Damage drücken können. Oh Gott. Aber wir können halt nicht im Nahkampf an den Horn rangehen. Das können wir aber nicht bringen. Wow, okay. Wir haben's. Wir bekommen PJs, was uns ziemlich viele blaue Herzchen gibt. Und das sind schöne Items. Das sind schöne Items. Eigentlich nur ein schönes Item dabei. Und ich werde auch nur das eine hier mitnehmen. Hall of Babylon. Wenn wir ein halbes Herzchen haben, außer bei dem Charakter Eve. Ja, ein halbes rotes Herzchen, beziehungsweise gar kein rotes Herzchen. Dann bekommen wir den Hall of Babylon-Effekt. Das heißt, wir bekommen Damage Up und Speed Up. Und ich würde gerne eine Blood Donation Maschine oder so finden. Oh, das ist ein guter Run gerade. Oh, Herzchen. Herzchen. Das ist sehr gut. Aber wir brauchen den Itemraum noch. Okay, das haben wir. Und wir brauchen echt mal Damage. Wir brauchen unbedingt Damage. Okay, das war geplant. Das war geplant, Leute.
Okay, komm, Cube of Meat ein bisschen arbeiten hier. Nice. Rotes Herzchen brauche ich jetzt nicht. Oder ein Bettler, der rote Herzchen frisst. Der wäre auch ganz nett. Wäre sogar noch besser. Weil wir dadurch dann noch ein Item bekommen könnten. Und die Feder, die ist sehr... Oh, Crack, das Guy ist... Oh, schön. Das ist ein schönes Item. Wenn wir es einsetzen, dann... werden im ganzen Raum... Ich könnte mal gucken, ob hier... kommen Laserstrahlen runter. Ich könnte mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Schade, ist er nicht. Oh Mann, das ist jetzt doof. Ich hab's gerade irgendwie gehofft. Gab's im Shop eine Bombe oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Könnte der Geheimraum denn noch sein? Da? Da eigentlich nicht, aber... Okay. Kaufen wir die Feder? Nein, wir spenden eine Münze. Damit wir nur noch 5 haben. Und ein bisschen Geld in den Automaten gesprengt haben, gespendet haben halt. Und ja. Ich hoffe, wir bekommen irgendwie gleich einen Bettler oder so. Oder irgendeine Möglichkeit, die roten Herzchen loszuwerden. Ohne, dass wir getroffen werden. Das hier ist Crack the Sky. Das ist so ein schönes Item. Und ich will eine Bombe haben. Und warum zur Hölle spawnen eigentlich so viele Superformen, ey? Das ist ja übel heftig. Das ist echt übel. So, gehe ich da rein? Ich gehe da rein. Oh Gott. Eine Bombe. Das wollte ich. Das ist schön. Sehr, sehr gut. Wir haben eine Bombe. Dadurch können wir jetzt nämlich diesen blauen Stein sprengen. Einen Schlüssel dazu bekommen. Und wir haben kein Herzchen verloren. Nicht wirklich zumindest. Ein schwarzes, ja gut. Und haben nur ein blaues wiederbekommen. Aber, ja, ich hatte halt gehofft, dass 2 blaue Herzchen rauskommen. Aber naja, ist halt okay. Wir haben ganz gut Leben. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wenn ich mich jetzt nicht wieder so dumm anstelle, 50.000 Mal getroffen werde, dann könnte das ein Run werden, der endlich mal funktioniert. Und es ist Emperor. Setzen wir Emperor ein. Erstmal Crack the Sky, damit die ganze die Superform hier weggeht. Die eine Batterie droppt, wusste ich natürlich. Natürlich. Oh Gott, der hat eine Blutspur. Lol, das wusste ich gar nicht. Okay, das war dumm. Aber egal. Ein Schlüssel und wir setzen... Nein, wir setzen Emperor jetzt nicht ein. Oh, okay, ich will eine Hangman-Karte. Oh, nochmal Crack the Sky. Bis wir beim Boss sind, kriegen wir das locker wieder aufgeladen. Wir haben nur 2 Gegner besiegt mit dem Crack the Sky. Schade. Der Cube of Meat kann übrigens auch gegnerische Tränen abwehren. Eigentlich wie jedes Orbital, wie ihr gerade gesehen habt, glaube ich. Und ich laufe einfach dumm. Oh. Ich bin einfach übel schlecht gerade im Ausweichen. Ich bleibe überall hängen, an den Löchern und an den Pilzen, an den Kartäufchen, an Steinen, überall. Und ich bin dumm. Wieso gehe ich hier rein, wenn ich mein Dings noch nicht aufgeladen habe? Mein Crack the Sky. Sustain ist halt ein übel nerviger Boss und ich verliere gerne ein bisschen Herzen, weil ich ihn unbedingt besiegen will. Wir nehmen es mit. Und verlieren es hoffentlich hier wieder. Nein, tun wir nicht. Oh Mann. Naja, gut. Also, ich dachte, wir bekommen hier 2 Devil Deals oder so. Wir nehmen mal Rotten Baby mit. Ist nämlich eigentlich recht stark. Spawnt die ganze Zeit Fliegen. Und die Fliegen machen halt Damage. Und das mal nicht mal unbedingt wenig. Aber uns fehlt immer noch der Itemraum. Okay. Geh weg. Ja, wir wurden getroffen. Shit. Schon wieder. Mann. Ich bin nicht so gut im Nahkampf. Ich sollte aufhören, so viel Schaden zu nehmen. Wir bekommen eindeutig zu viel Schaden. Da unten ist ein Kampfraum, in dem würde ich gerne reinblicken. 2 Steinkisten. Die öffnen wir. Ich setze einen Cracked Sky ein. Die fügen ein ganzes Herzchen Schaden zu. Wenn sie uns treffen. Das wollen wir nicht. Sehr gut. Sehr schön im Nahkampf gekämpft. Okay. Okay. Kommt den auch noch. Schön. Ja gut, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wir haben einiges an Schlüssel. Das heißt, wir können gleich mal in den Shop reingucken. Nein. Okay. Ich muss es wegmachen. Okay, ich habe keinen Schaden bekommen. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Die Fliege regelt. Heilige Scheiße. Das war gar nicht mal so schlecht, aber wir haben immer noch viel zu wenig Herzen. Wieder dafür, dass wir komplette Reihe
voll hatten. Wir hatten 8 Herzchen insgesamt, also mit den roten halt. Oh Gott. Habe ich den Shop schon gefunden? Nee, hatte ich nicht. Gut. Den würde ich nämlich noch ganz gerne finden. Mann! Ich wollte da keinen Schaden kriegen. Hab ich aber. Oh nee, oh nee. Oh nee. Geh weg. Oh, wir haben das Portal zerstört. Schön. Sehr schön. Puh. Knapp ausgewichen, knapp ausgewichen. Genau. Übrigens, das Item, was wir eben aufgesammelt haben, im Itemraum, das gibt uns halt den Effekt, dass wir manchmal Gegner verwirren. Ja, ich glaube, es war verwirren. Und das ist super. Hive Mind. Ja. Vergrößert unsere Fliegen und unsere Spinnen. Und dadurch machen sie halt mehr Damage. Was sehr, sehr schön ist. Gut, wir gehen weiter in die nächste Ebene. Ja. Ja. Das machen wir. 10. Minute, Caves 1. Uiuiui. Ich will halt Speed up. Ich will unbedingt ein bisschen mehr Speed haben. Es ist so, wir sind so langsam. So verdammt langsam. Oh Gott. Wo bin ich reingerannt? Gut, dass wir die Bombe aufgehoben haben. Ich war nämlich erst im Überlegen, ob ich den Geheimraum suche. Aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ein halbes blaues Herzchen? Huh. Cool. Ach stimmt, das habe ich freigeschalten. Das hatte ich freigeschaltet. Aua. Alter, manchmal, die haben aber auch übertrieben schnell, also übertrieben hohes Shotspeed, die manchen Gegner hier, ne? Mit ihren Tränen, ey. Das ist unseres gar nichts irgendwie. Stimmt, weil ich im Normal, als ich gespielt hatte, um Marm zu besiegen, hatte ich ein wenig geresettet und dadurch. Oh. What shot? Ich brauche 2 Bomben, Leute. Wir brauchen 2 Bomben. Heilige Kacke. Quatschot ist schön. Haben wir halt einen Viererschuss, ne? Ein Viererschuss ist immer sehr gut. Ich will das haben. Ich will das eindeutig haben. Oder wir können fliegen. Das wäre auch ganz geil. Fliegen können wir auch schön. Vor allem, wir fliegen noch nützlicher. Oh Gott, okay. Oh, wir haben's. Okay. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Er schießt in seine Richtung. Oh Gott, gut, dass wir den Cube of Meat haben. Okay. Dann besiegen wir jetzt erstmal den Boss. Mega fetti, ist das dein Ernst? Crack the Sky ist so ein schönes Item, Alter. So ein schönes Item. So viel Damage. Wir haben leider kein Devil Deal bekommen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Mega fetti ist halt übel nerviger Gegner. Übel nerviger Boss. Yes. Er hat übel viel Leben und echt manchmal nervige Angriffe. Wir haben halt einfach immer noch 0 Damage irgendwie. Wir müssen Hure werden. Durch Power of Babylon halt. Ah, das gibt uns die Möglichkeit, die Chance, dass wir zwei Items im Itemraum haben. Ist eigentlich ganz cool. Oh Gott. Hui. Die Karte ist definitiv Magician. Oh, Set Bombs, wir kriegen 5 Bomben und dadurch kriegen wir Quatschot. Ja! Und Set Bombs, ja, gibt uns erstmal 5 Items, so wie jedes Bomben-Item, was wir aufheben. Und außerdem, schießen unsere Bomben jetzt Tränen, wenn sie explodieren. Unsere Tränen. Mit Brimstone ist das halt übel OP. The Moon, setzen wir ein. Hier, okay. Geld. Das ist interessant. Das ist sehr schön. Wir holen uns. Na, wir holen auf dem Rückweg Quatschot. Behalten mal Emperor. Und da wollte ich hin. Zum Shop. Denn wir haben übel viel Geld. Können uns sogar 2 Items kaufen, wenn 2 Items vorhanden sind. Aber ich glaube nicht, weil wir den Shop noch nicht erweitert haben. Dafür haben wir noch nicht genug gespendet. Zack. Das Batterie. Oh! Ja, die Batterie. Stores Energy. Das heißt, wir. Ja. Haben 2 Aufladungen. Oder können das Item 2-mal aufladen. Spenden nochmal. Ja, nochmal 5. Komm. Nice. Bei 40 sind wir jetzt. Das ist schön. Der Automat füllt sich wieder. Sehr gut. Wir haben. Ja, Itemraum. Ja,
Wir haben alles. Sprengen wir uns hier nochmal kurz durch. Zack. Kiste können wir auch noch öffnen. Zack. Nice. Unsere Fire Red ist halt hoch runtergegangen, aber wir schießen jetzt 4 verdammte Tränen. Wir sind. Jetzt sind wir strong. Jetzt sind wir echt strong. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte das was werden, Leute. Wir dürfen jetzt nur nicht so viel Schaden kassieren, ne? Das ist doch mal wieder ein netter Run. Ja, netter Run. Netter Run. So, und gleich könnt ihr sehen, was Stores Energy meint. Zack. Wir können das Item jetzt 2-mal aufladen. Das ist sehr schön. Hier seht ihr den 2. Strich da jetzt. Blaue Herzen, auch schön. Wir setzen es mal ein. Wir dürfen es noch 2-mal aufgeladen bekommen. Nur bei den Gegnern, oh, die sind halt übel nervig. Weil man sie halt nur von hinten angreifen kann. Und das ist halt, oh, anstrengend. Da wären halt, wie heißen das? Piercing Shots, gut. Genau. Da kann man nämlich durch Gegner durchschießen. Oh Gott. Okay, nice. Eine Bombe, auch schön. Könnten wir uns? Nein, können wir nicht. Schade, ich habe gehofft, dass wir uns vielleicht in den Zacki-Zacki-Raum reinsprengen könnten. Aber können wir leider nicht. Okay, komm. Besiegt. Nice. Zack. Zack. Schön. Sehr, sehr schön. Noch mehr von diesen Spinnen. Und. Ja, Keeper. Und Head of the Keeper. Okay, nice. Gut, wir brauchen den Itemraum. Genau, und da ist ein Special-Raum, wo wir auch, glaube ich, reingehen. Oh Gott, die Tränen habe ich gerade gar nicht gesehen von der Riesenfliege hier. Eine Fledermaus von Fetti. Zack, okay. Hier gehen wir rein, wir haben genug Schlüssel. 3, das rerollt alle Items, die auf dem Boden liegen. Das setzen wir mal ganz am Ende ein. Wenn wir alles aufgehoben haben, was wir brauchen. Oh Gott, okay, ich habe gerade das Teilen nicht bedacht. Shit, dass sie sich ja zur Seite teilen. Mensch. Die Spitzhacke. Ja gut, wir können sie mal kurz einsetzen. Wir können sie hier einsetzen und dann kann man über alles rüberrennen im Raum. Haben sogar 2 Aufladungen, das heißt, wir könnten das nochmal irgendwo machen. Irgendwie hier oder so. Damit wir hier die... Schade. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie Items bekommen. Also, hier, schwarze Herzen. Haha. Feuer ist böse. Okay. Wir müssen es noch 2-mal... Alter, hier geht's nicht zum Boss. Das, wundert mich jetzt ein bisschen. Doppel-Brimstone-Vaginas, Alter! Da habe ich mein Damage gerade übel unterschätzt. Schade. Aber es geht noch mit den Herzen. Alles ist noch im, grünen Bereich. Noch. Komm. Nice. Sehr schön. Dann erstmal die Superform besiegen. Oder den. Weiß ich nicht. Beide. Wir machen echt wenig Damage. Dafür, dass wir Quatschot haben, machen wir echt ziemlich wenig Damage. Hm. Ist ein bisschen doof. Aber egal. Oh. Oh. Komm, wir werden es noch einmal aufgeladen bekommen, oder? Also einmal jetzt auf jeden Fall. 2-mal weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Okay. Okay. Huh. Das war eine schnelle Träne, die auf uns zugeflogen kam. Vielleicht finden wir eine Batterie. Obwohl wir dürfen es eigentlich... Eigentlich sieht es so aus, als würden wir es noch 2-mal aufgeladen bekommen. Ja, tun wir. Okay. Sehr schön. Oh Gott. Hopp. Nice. Zack. Sogar, Alter, noch ein Raum weiter. Okay. Herzchen. Erstmal in den Shop. Spider-Mod. Spider-Mod kennen wir doch, oder? Ich glaube, die habt ihr auch schon gesehen, ja. Schade, kein Geld. Ich würde gerne noch eine Münze haben für... für das blaue Herzchen da. Das wäre ganz nett. Das wäre echt sehr nett. Danke. Cool. Schön. Habe ich Sprachsteuerung aktiviert? Hm. Wäre ganz cool. Okay, zack, zack. Die Portale haben gar nicht mal so wenig Leben, ey.
Okay, das besiegt. Da war eine rote Spur. Da bin ich diesmal ausnahmsweise mal nicht raufgelaufen. Ne. Was haben wir hier? Oh Gott. Gegen die habe ich eben auch schon einmal gekämpft. Kommt schon. Okay. Wir haben Greg the Guy nur einmal treffen können. Komm, mit allen vier Tränen treffen. Oh Gott, die spawnen Vaginas. Das wusste ich gar nicht. Komm, einmal. Oh, lol. Haben die sich gerade gegenseitig im Bauch Brimstone kotzt? Weiß ich nicht. Was sind eigentlich Gegner hier gerade gewesen, die in der Hölle auftauchen? Oh Gott. Okay, wir haben es. Ohne getroffen zu werden. Alter, ich werde. Langsam bin ich wieder drin im Game. Brimstone. Oh, wie schön ist das denn gerade? Ich will beides mitnehmen. Oh, fuck. Oh Gott, das war dumm. Okay, wir behalten jetzt das Item. Alter, scheiße. Das war natürlich schlecht gerade. Wir haben einen Quadshot Brimstone. Stimmt. Und Sad Bombs mit... Oh. Oh. Sad Bombs mit Brimstone. Oh. Geil. Alter. Apropos, das Buch, was wir haben. Wie machen wir das hier eben noch schnell? Oh, das ist ja geil. Und das? Oh, das ist cool. Ja, das Buch, was wir haben. Die Bomben brauchen wir nicht. Das heißt, wir können das mit rerollen. Ich wollte eigentlich sagen und hoffen, dass wir irgendwie ein Herzchen bekommen oder so. Oh, Speed Up. Oh, Speed Up. Das Buch, was wir haben, das gibt uns für den Raum, in dem wir sind und es einsetzen, etwas mehr Damage. Ich weiß gar nicht, wie viel. Wir haben ein Herzchen, Leute. Wir haben ein verdammtes Herzchen nur. Vielleicht ist hier eins drin. Komm, Glück, sei bei mir. Oh Gott. Hierophant? Ist das vielleicht Hierophant? High Priests, nee. Das setze ich jetzt nicht ein. Schade, hier ist nicht der Supergeheimraum. Okay. Oh, ich habe da eben zu viel gewollt. Aber wir haben ein gutes Damage. Wir haben so wenig Damage. Wir haben Horror of Babylon. Ach nee, das... Okay, gut, ich wollte gerade sagen. Zack, jetzt haben wir das Damage. Das machen wir nicht. Okay. Unsere Fire Rate ist halt nicht so hoch. Das heißt, wir laden nicht so schnell auf. Ist ein bisschen problematisch. Aber dafür stimmt das Damage halt 1A, ne? Oh Gott. Okay, nice. Sehr gut. Nein, hier sprenge ich jetzt nicht. Und ich will eigentlich diesen großen Raum auch nicht machen. Nein, Pin, ne? Okay, wir haben es nicht besiegt. Da ist Pin, okay. Puh. Ich will halt nicht schon wieder sterben jetzt. Okay. Aufladen. Erst aufladen, dann den Raum betreten. Erst aufladen, dann den Raum betreten. Oh! Ne, wir sind in... okay, wir sind in Depth 2, das heißt, dort ist Mom. Oh. Komm, bitte lass im Shop. Nein. Kein blaues Herzchen. Okay, dann spenden wir nochmal unser Geld, unser restliches. Was wir jetzt gerade noch hatten. Oh Gott. Genau. Schön. Oh Gott. Super. Ein goldener Schlüssel. Ist ganz nett. Aber was wir bräuchten, ist irgendwas Besseres. Könnte hier der Geheimraum sein? Ja, hier könnte er sein. Hoffen wir mal. Ja, da ist er auch. Goldener Kackhaufen, wow. Geld. Ja, das können wir gleich spenden. Wie gesagt, es ist ja der letzte Shop auf der Ebene. Aber uns fehlt noch der Itemraum. Aufpassen. Schön. Was? Ich hab den... wieso hab ich den Brimstone wieder abgebrochen? Weg. Okay. Oh Gott. Aufladen, Raum betreten. Die haben ihn nicht instant besiegt, schade. Okay. Ich will den Itemraum. Und vielleicht mal langsam Herzchen, Alter.
Ich habe die Träne erst so spät gesehen und dachte mir so, kacke, jetzt ist es mein Tod. Aber es war noch knapp. Wir haben nur eine Bombe, shit, wir brauchen noch eine zweite Bombe, damit wir da rein können. Da ist wahrscheinlich ein Bett drin. Oh Gott. Macht sie kaputt, Spinnies, danke. Das ist eine Mimikiste. Genau. Okay. Das ist Leo. Leo will ich nicht. Auch nicht. Obwohl das eigentlich ziemlich cool wäre. Wir nehmen es mal mit. Oh, ist das cool. Haben wir 6 Schüsse? Oh, ist das cool. Und wir bräuchten... echt mal irgendwas. Kleben wir den Raum, wir kleben den Raum jetzt hier. Oh Gott, war das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, die Träne, Alter. Okay. So gutes Damage haben wir halt gar nicht, ey. Ich weiß nicht, ob der Whistshot gut war, einzusammeln. Und wir haben eine Bombe bekommen. Was ist was? Oh, sind wir lucky. Komm, bitte lass da das Bett drin sein. Bitte lass da das Bett drin sein. Ja! Oh, okay. Wir sind gerettet, Leute. Zack. Wir haben wieder 4 Herzchen. Nochmal kurz spenden. Wir müssen spenden für die Armen. Und jetzt bleibt der Automat sogar hängen. Oh Gott, Leute. Ich bin begeistert. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Das ist... wow. Hätte ich echt nicht erwartet, dass wir das noch überleben werden. Das war dumm. Aber wir können... oh, wir haben schön Damage gemacht. Oh, ich wusste nicht, dass sie stammt. Okay, was ist das nochmal? Genau, ein Leben. HP ist schon mal gut. Das ist okay, ich kann es gebrauchen. Ist okay, ist okay. Wir haben jetzt zwar nicht mehr unseren Damage Boost, unseren Speed Boost, aber... okay. Oh Gott. Puh. Ich habe mein Buch eben nicht eingesetzt. Ey, Mann, bin ich dumm. Bei Mom meine ich jetzt. Wir hätten unser Buch einsetzen können. Aber das habe ich gerade gar nicht realisiert so gehabt. So, genau, die Fliege ist damit besiegt. Und hier ist noch so ein Ding. Okay. Unser Buch ist fertig. Ist hier ein blauer Stein? Also ein Stein mit einem Kreuzchen. Ja, hier sind überall Kreuzchen drauf, aber nicht das richtige Kreuzchen. Gut, in der Bombebene übrigens. Habe ich gar nicht, glaube ich, gesagt im letzten Part. LOL! Ich hab die Spinne nicht gesehen. Zieht etwas ein ganzes Herzchen ab. Zieht alles ein ganzes Herzchen ab. Okay, den haben wir. Okay, haben wir auch. Was ist das? Seems made magic. Das ist das Item? Nee, okay. Es gibt nämlich ein Item, das ist ein Blatt. Und... oh Gott. Wenn wir dann stehen bleiben und uns nicht mehr bewegen und auch nicht schießen, dann wird man da zu Stein, so gesehen. Also unbesiegbar, also untreffbar. Und ich hatte gerade gedacht, vielleicht ist es das Item als Trinket oder so. Aber das war's nicht. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. War ein bisschen risky, hier reinzugehen. Aber Brimstone regelt. Okay. Was ist das? Speed-Up. Speed-Up ist schön. Speed-Up nehme ich gerne mit. Ich brauche halt dringend Herzchen. Also blaue Herzchen. Schon wieder. Weil ich weiß nicht, wie ich mit einem Herzchen Marms Fuß besiegen soll. Außer wir bekommen jetzt noch ein Damage.
aber mega Damage ab. Und hier ist halt die ganze Zeit die Gefahr, dass ich irgendwo getroffen werde. Oh Gott! Ich versuche mal noch den Geheimraum zu suchen. Der sehe ich wahrscheinlich hier drin. Auch nicht. Okay, ich weiß nicht, wo er sich befinden könnte. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Besiegt sie! Besiegt sie! Oh, ja, was ein gemeiner Raum dafür, ohne Witz. Das ist ein sehr gemeiner Raum gewesen. Batterien ohne Ende, ey. Was soll ich denn mit den ganzen Batterien? Okay, das ist besiegt. Schön. Okay. Okay. Können wir mal irgendwie Herzchen bekommen? Irgendwo irgendwie Bomben und dann irgendwie einen blauen Stein finden oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Was mir was bringt! Alter. Batterien. Wir bekommen Batterien ohne Ende. Was ist das? Warum sollen wir da... Mann, oh. Okay, das ist mein Ende. Oder auch nicht. Oder auch nicht. LOL. Wir machen jetzt den Boss. Ich will den Boss nicht machen. Ich trau mich nicht, den Boss zu machen. Ist hier ein blauer Stein? Ich glaube, hier ist nämlich öfter gerne mal ein blauer Stein irgendwie. In diesen Räumen. Mit diesen Gegnern. Aber wie es aussieht, nicht. Hyrule French? It's the Sun. Haben wir noch irgendwie, da ist der Geheimraum. Okay, wir haben noch eine Bombe. Haben wir hier blauen Stein, blauen Stein, blauen Stein? Nein. Blauer Stein, blauer Stein, blauer Stein, blauer Stein. Ja, wir haben ein blaues Herzchen. Okay, ich fühle mich sicherer. Wir gehen zum Boss. Ja, ich kann mal das hier mitnehmen, um zu wissen, was das macht überhaupt. Ich glaube, den Wizard mitzunehmen war doch nicht so die kluge Entscheidung. Wir hätten vielleicht noch rerollen sollen, um was Besseres zu bekommen. Aber egal. Skrawlax ist halt auch übel nervig. Er kann nur getroffen werden am Schwanz. Genau. Aua. Denn wir brauchen halt übel lange, um unseren Brimstone aufzuladen. Das ist halt echt scheiße. Ist halt echt ein bisschen problematisch. Oh Gott. Das war gerade unerwartet. Okay. Komm schon. Wir haben ihn. Und die Krone. Und wir bekommen noch ein Devil Deal. Wieso habe ich mein Buch schon wieder nicht eingesetzt? Brimstone Baby nehmen wir mit. Alles gut. Alles okay. Alles okay. Ich bin gerade überlegen. Nee, ich pop mich so jetzt nicht zu dem Boss. Nicht zu. Nee, ich pop mich so jetzt nicht zu Idliffs. Wir haben ganz gut Damage. Damage. Besieg es. Danke. Und wir haben unser Brimstone Baby. Das ist strong. Brimstone Baby ist strong. Schießt halt auch ein Brimstone. Das heißt, wir haben jetzt. Double Brimstone. So gesehen haben wir 7-mal Brimstone. So gesehen. Ich mach das jetzt mal Buch rein. Wieso mache ich das eigentlich vorher nicht? Wir haben so ein gutes Damage dadurch. Oh Gott. Wir haben 8 Damage. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir one-shotten Chubby. Das ist sehr gut. Und das Brimstone-Baby lädt auch noch schneller auf, ey. Das ist sehr gut. Wow, Spider-Mod hat sie gekillt. Schön. Oh Gott! Okay. Haben wir hier einen blauen Stein? Blaustein, Blaustein, Blaustein? Nein. Was haben wir hier drin? Die 4, die Rerolled Podest-Items. Hermit haben wir nicht. Es gibt keinen Shop mehr. Die 4 Rerolled Podest-Items. Wir haben aber keins. Deswegen bringt das nichts. Toll. Oh Mann, wir haben immer noch 2 Herzchen. Ich meine, wenn ich es will, seht ihr, ich werde da nicht getroffen irgendwie.
Also mittlerweile bin ich, glaube ich, wieder drin im Spiel. Ich glaube, ich bin wieder im Spiel. Oh nee, ey. Haben wir es? Ja, wir haben es. Okay. LOL! Da kam die Träne von dem Viech an. Ich hab's nicht mitbekommen. Gib mir Herzchen. Irgendwas. Kein blauer Stein. Scheiße. Okay. Rote Spur. Okay. 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 Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein, ich schätze eher das hier. Auch nicht? Lol. Oder ich habe einfach falsch gesprengt. Das kann natürlich auch sein. Goldene... Ah. Die Kiste hat so unendlich lange Loot in sich, bis sie auch offen bleibt. Hier ist kein blauer Stein, aber... Hier ist eine Karte. The Tower. Brauche ich nicht. Tower brauche ich nicht. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Ich brauche blaue Herzen. Ich habe ein Herzchen. Ich krieg so Idlis niemals besiegt. Mit zwei Herzchen würde ich mich noch trauen, ja. Aber nicht mit einem. Nicht mit einem. Ich würde jetzt auch gerne ein HP-Upgrade nehmen, so Hauptsache Leben. Okay. So, mach mal deine Schnauze auf. Okay. Wir müssen weiter clearen, die Ebene. Hier könnte der Geheimraum sein. Auch nicht. Alter, wo ist der denn? Da unten wahrscheinlich... Nee, da unten hatte ich auch schon geguckt. Hat sich hier einfach nur falsch gesprengt, ich weiß es nicht. Ne, hier kann er nicht sein, okay. Also rechts kann er nicht sein. Unten konnte er auch nicht sein, ne? Nee. Kann er da auch nicht? Hä? Ist er, da kann er auch nicht sein? Hier könnte der Supergeheimraum sein. Ich probier's mal aus. Ja, hier ist der Supergeheimraum immerhin und das bringt uns nichts. So, wo ist der Geheimraum? Wenn er jetzt da ist, ne? Ist der echt? Ist der echt hier? Hm, ja, ist er. Unsere Rettung, Leute. Shielded Tears. Shielded Tears ist super. Shielded Tears ist sehr gut. Und zwar... Oh, da wäre ich fast reingelaufen, ey. Und zwar... blocken unsere Tränen jetzt die Tränen von gegnerischen... Dingern. Und das heißt, oh Gott, ich muss gerade ausweichen. Nein, ich bin so schlecht. Oh, ich habe mich zu sehr konzentriert auf das Auge, da nicht getroffen zu werden und bin dann in die Träne gerannt, ey. Irgendwann, Leute, irgendwann werden wir Mom mal besiegen. Irgendwann, hoffe ich mal. Oh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Ja.